Es. Hallo Leute, hallo Podstock 2018, juhu, jetzt geht's wirklich los. Ich habe die Ehre, hier sozusagen die ersten Worte zu sprechen, obwohl ich ja eigentlich nicht der Gastgeber oder Gastgeberin bin, aber die möchte ich jetzt als erste auf die Bühne holen. Deswegen möchte ich um einen ganz warmen Applaus bitten für den Menschen, der das hier alles so inszeniert hat und für die Person, die das alles mit uns kommuniziert hat, der Sebastian und die Becky. Ja, versorgt euch so ein bisschen mit Hörgeschirr. Dann versuche ich nochmal so ein paar philosophische Worte. Das ist immer die Frage, was machen wir eigentlich hier, wenn wir uns hier im August jetzt diesmal zum fünften Male zusammenfinden und so etwas wie Podstock zelebrieren. Worum geht's denn eigentlich? Ursprünglich ist es gegangen um das Thema Podcasting, also Technik, wie geht man damit um, was ist das beste Mikrofon, der tollste Rekorder, was kann man da machen, aber es scheint sich so ein kleines bisschen irgendwie davon zu lösen. Natürlich haben wir immer noch unsere ganze Technik und Equipment da, aber wenn ich an den gestrigen Tag zum Beispiel denke, gut, es stand im Zeichen des Aufbauens, aber es hatte auch noch etwas anderes, es war ein anderer Spirit, es war irgendwie der Gedanke, einfach mitmenschlich miteinander umzugehen. Und das ist, ich habe vorhin auf der Autofahrt habe ich so überlegt, was ist das eigentlich? Ist, die einen würden sagen wahrscheinlich, das ist gelebte Nächstenliebe, großes Wort. Die anderen würden sagen, ja, das ist einfach der kantsche Imperativ, wie man hier so miteinander umgeht. Und manche sagen, sei einfach kein Arsch. Komm her, sei einfach ein netter Kerl, eine nette Kerlin und geh anständig mit den Menschen um. Vielleicht ist das, was Podstock ausmacht. So ganz habe ich es immer noch nicht raus, aber es geht natürlich immer ganz viel auch ums Podcasten selber. Wir möchten doch erstmal anfangen, so ein bisschen zu beschreiben, wo wir hier denn eigentlich sind. Und da würde ich gerne den Sebastian bitten, uns einmal zu sagen, in diesem fünften Mal, also zweimal war es in Wolfsburg, zweimal war es im Hunsrück, jetzt sind wir im Lennebergland. Ja, Niedersachsen. Niedersachsen. In diesem Ort, den keiner aussprechen kann. Sebesse? Sibisse. So kurz bei Westworld, Westfeld, man weiß es nicht so ganz genau. Westworld hoffentlich nicht. Okay. Wie bist du darauf gekommen, hier zu landen und was ist das eigentlich, dieses Ganze? Ich habe im Internet gesucht. Also, ja, also ich habe halt. Mit welchem Stichwort? Ich habe es war ein bisschen komplizierter. Also, ich habe halt letztes Jahr angefangen, nach einer Location zu suchen, weil wir halt, es gab halt verschiedene Faktoren. Wir hatten den Bahnhof nicht so wirklich nah dran. Es war auch mit der Anreise schwierig. Teilweise war aus München länger als aus so einer Umgebung oder sowas. Also, es war sehr, also aus dem Norden. Also, es war ganz merkwürdig, wie die Zugverbindungen dafür laufen. Und es war halt wirklich weit weg. Und, und es war für mich auch weit weg. Das war nicht der Hauptgrund, aber es war natürlich auch so eine Sache, weil, wenn ich jetzt 8 Stunden unterwegs bin, dann bin ich natürlich auch nochmal doppelt so gerädert, als wenn ich jetzt nur 2 Stunden unterwegs bin. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht der Hauptgrund. Hauptgrund war wirklich das mit der. Du hast Belastungsgrenzen? Ja. Im Ernst? Ja, ich schlafe. Geheimnisse. Du schläfst sogar? Ja. Okay, jetzt kommt raus. Ja. Er hat mir gerade hinter der Bühne erzählt, wir vermuten vielleicht alle, dass er gar nicht schläft, aber er hat das gleiche T-Shirt einfach 5-mal dabei. Also. Oder er ist doch so von Westworld ausgeliehen. So eine Maschine. Nein, also, wurde das nicht heute gesagt, hier im Twitter-Universum, du seist eine Maschine? Ja, irgendwas habe ich das, da gesehen. Ja, jetzt kommt langsam fand raus. Fand ich sehr interessant, den Tweet. Ja. So, also du hast gegoogelt nach diesem... Naja, genau. Es gibt so Portale, wo man halt so nach Veranstaltungslocation, nach den Kriterien suchen kann. Das hat nicht so gut funktioniert, also habe ich mir ein Skript geschrieben, was automatisch alle 100 Locations quasi nochmal nach den Kriterien durchsucht und mir dann sortiert. Dann ging es einigermaßen, dass sich die Suche eingrenzen ließ. Dann sind wir noch 3-mal auf die Nase gefallen, weil die oder
diejenigen nicht verstanden haben, was Podstock ist und das nicht wollten. Und die Suche war erfolgreich. Du hast nach, was hast du gesucht? Freie Fläche? Genau, Selbstversorgungshaus, Campingplätze, dass genug da ist, dass man halt auch Schlafplätze hat, so die klassischen Sachen, dass man Duschen hat und sowas. Dass es Hühner gibt. Ja, dass halt der Bahnhof auch nicht ganz so weit weg ist. Ja, das waren so die Hauptkriterien. Dann kamen so, was wie für 10 Angebote oder was in engere Auswahl. Genau. Dann hast du ihn angesprochen und haben gesagt, was wollen sie? Podstock. Podcast, ja, auf der Bühne, wie reden auf der Bühne, verstehe ich nicht. Und das war ein guter Versuch, vielen Dank auf Wiederhören. Ja, wollte sich nochmal melden, nachdem er sich die Website angeguckt hat, aber zum Beispiel nie zurückgerufen. Ja, ist halt schwierig, ja. Und einer blieb über, ein Ort. Ja, ein Ort war sehr schnell sehr sympathisch und sehr aufgeschlossen und das war die Kulturherberge und dementsprechend, ja, und dann haben wir ja gesagt, okay, wir gucken uns das vorher nochmal an im Februar und fällen dann die finale Entscheidung, also die Entscheidung war eigentlich schon gefallen, wir hätten dann gucken müssen, was wir machen, aber wenn es jetzt ganz unmöglich gewesen wäre, hier was zu veranstalten, dann, ja, wäre das nochmal schwierig geworden, aber bevor wir die Tickets verkauft haben, haben wir natürlich uns das nochmal angeguckt hier. Ja. Und festgestellt, geht. Es geht, es gibt Barrieren und die haben wir aber, denke ich mal, zumindest die da sind, gelöst. Vielen Dank, ihr seid so klasse. Ich wollte das gerade nochmal sagen. Wir haben im Februar hier gesessen und haben uns ernsthaft überlegt, wie kann das funktionieren mit dieser Treppe da unten. Ist ja eigentlich ganz gut, aber Barrierefreiheit, boah. Und dann hat dieser Mann sich einfach hingesetzt und was ausgedacht. Was so simpel aussieht, aber das ist nicht so simpel, wie es aussieht. Also da steckt wirklich was drin. Das ist einfach ganz, ganz großer Klasse. Bisschen Holz und eine Japansäge und alles ist möglich. Genau. Und ein bisschen WD-50. Ne? WD-40, aber bitte nicht zum Schmieren. Ja. Okay, wir sind also hier jetzt, werden wir beobachtet? Schauen die Menschen zu, die dieses Haus hier fliegen? Ich kann gerade niemanden sehen, aber vielleicht im Internet natürlich. Wir streamen ja auch wieder live. Müssen wir uns gut fügen? Ich soll. Und woran merkt man das? Ich hab wenig wie sollen Sorgen. Wir uns verhalten, dass wir gegebenenfalls du nächstes Jahr wiederkommen? Du hast ja eben schon angesprochen, wie nett alle miteinander umgehen. Also mache ich mir wenig Sorgen, dass die, also ich habe keine Kritik bisher bekommen. Ich las irgendwo im Internet, bezogen auf die Hühner, grillt sie. Ich bin mir da nicht sicher, ob da nicht gewisse Grenzen überschritten werden können. Das lassen wir lieber. Also nicht gut. Hätten wir sie vielleicht mal vorher durchziehen. Ein wuscheliges Huhn, zwei wuschelige Huhne, drei wuschelige. Jetzt haben sie mich rausgebracht. Gut. Also wir sind hier angekommen. Ja. Was man sieht, diese Bühne ist großartig, muss man einfach sagen. Die gehört jetzt wir hier. Wir haben hier indirekte Beleuchtung über uns, ja. Also es ist. Ja. Also Improvisation gab es dieses Jahr auch wieder. Oh, eine Gewittermaschine. Oh. Was? Eine Gewittermaschine. dieses Ding gehört jetzt dir. Du hast das gekauft. Ja, aber für Podstock halt und. Das heißt, du machst das öfter. Das ist jetzt nicht eine Einmalinvestition, sondern du hast tatsächlich vor, dieses hier weiter. Das hast du ja letztes Jahr schon unvorsichtigerweise so von dir gegeben, dass du da eine langfristige Perspektive gehst. Genau, ja, nee, so eine Bühne sollte man nicht nur einmal verwenden. Das könnte ein bisschen schwierig mit dem Geldbeutel werden. Oder das zu begründen für sich selbst, ja. Aber ja, nee, das sollte schon weiterlaufen. Okay. Ja. Gut. Dass immer hier sein wird, das wird sich dann natürlich zeigen, aber bis jetzt spricht erstmal nichts dagegen. Es sei denn, am Sonntag sagt jemand oder die Mehrheit sagt, nö. Die Veranstaltung ist noch nicht 10 Minuten alt und der Veranstalter sagt, ja klar, das machen wir nächstes Jahr wieder. mutig. Ganz gut, sehr gut. Aber nochmal zurück, was müssen wir denn tun? Abgesehen, dass wir die Hühner jetzt nicht aufessen und die Katze vielleicht auch nicht.
ja, rasieren und was auch immer man sich so ausdenken kann. Was sollen wir denn vielleicht tun hier, damit wir gute Gäste sind, damit wir uns hier anständig führen und keine Klagen kommen? Gibt es da irgendwelche Do's and Don'ts, die wir vielleicht beachten sollten? Das gleiche wie letztes Jahr, Mülltrennung ist ein Thema. Ja, es ist halt schwierig, wenn am Ende alles zusammengeschmissen wurde, das wieder zu sortieren. Ich meine, hat, glaube ich, keiner so richtig Bock drauf. Und ein wuscheliges Huhn, noch ein wuscheliges Huhn. Ja, wenn es nur wuschelige Hühner wäre. Musste man es ja nicht trennen. Oh Mann. Hühnertrennung. Okay. Genau, also Mülltrennung ist natürlich ein Thema, dass man Biomüll und das Essensrest da auch nicht auf den Kompost kommen, sondern halt auch nochmal in den Biomüll. Ja, das kommt die Ratten, das will keiner. Genau. Das will man wirklich nicht, genau. Ich kann übrigens einen Blick in den Biomülleimer empfehlen, das ist sehr spannend. Aha. Falls ihr schon immer mal so Maden und sowas kennenlernen wolltet. Warum nicht? In anderen Ecken dieses Globus sind das Delikatessen. Ja. Das ist, kommt immer auf den Blickwinkel. Ich habe gesagt, drauf. Blick, nicht sag Zunge ja, oder so. Also okay. Wer darauf Lust hat, trägt sich einfach in die Küchenschicht rein. Also Müll. Sprichst du was an? Schichten. Ja. Man kann sich also einbringen. Potstock ist ja das, für viele nicht wissen, Potstock ist das, was man draus macht. Das heißt, man macht was. Wir sitzen hier, wir machen was. Wir machen natürlich, wir haben es leicht gemacht. Aber man kann es sich leicht machen oder schwer machen. Mhm. Jetzt habe ich alle Wortspiele machen durch. Ne? Okay. Ja. Also, was kann man tun, damit Potstock etwas ist, was man selber getan hat? Ja, wir haben halt das Trello-Board, das haben alle beim Check-in wahrscheinlich irgendwie schon gesehen. Alle verstanden, ich nicht. Also mit Mühe. Was hast du denn nicht verstanden? Judith, die hat es mir erklärt. Könnte das sonst auch erklären. Es sind 5 Spalten und 3 Tage. Da hatte ich schon, wie ist das wohl irgendwie? Ist aber gut, dann stell dir oben drüber, Freitag, Samstag. Ja. Ich habe es dann auch gesehen. Aber es war so ein Erklärungsspalt dazwischen. Also es gibt da verschiedene Spalten mit Schichten, in die ihr euch eintragen könnt. Es gibt ganz tolle Schichten, wo ihr sowas machen könnt, wie die Herrschaften, die dort hinten gerade sitzen und die Videokamera bedienen. Sieht oder man diesen, dann auch so begeistert diesen aus, Ton. Wie der Jan jetzt gerade aussieht? Wir haben schon eine ganz hervorragende Schulung eben auf jeden Fall gekriegt. Ist ja vor Power gar nicht zu bremsen. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen, diese Schicht zum Beispiel. Die Schicht im Zelt. Es gibt verschiedenste Küchenschichten. Ich glaube, zur Teamküche kommen wir gleich ohnehin nochmal expliziter. Genau, so allgemeines wie jetzt einfach mal gucken, ob irgendwo Flaschen rumliegen oder rumstehen, dass man die einfach in die Getränkekisten wieder. Ja, die ist ja noch voll und okay, gehört hier, ja das noch, ist ja alles gut. Okay. Es gibt auch Dinge, die kann man machen, ohne sich dafür in eine Schicht einzutragen. Genau. Das also ist das richtig ist krass. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Boah. Ja. Also zum Beispiel, wenn da mal so ein Teller rumsteht, oben gibt es einen Geschirrspüler und ein Waschbecken, wo man das einfach mal hinbringen kann. Und wenn der Geschirrspüler gerade fertig ist, kann man den auch ausräumen. Das ist richtig krass, ich weiß. Woran merkt man das, dass er fertig ist? Naja, da ist dann halt kein Essen mehr auf den Tellern. Nein, der Spüler, wann der Spüler fertig ist, macht der Geräusche, spielt ein Lied oder also, was? Die du wirst Idee es bemerken. War, die Idee war, ihn noch irgendwie mit einem Sensor verpassen, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Es gibt auch bei den Maschinen gibt's auch so Standlichter, so rot, grün, gelb, so, ja, sowas. Ja, genau, ne? Die wollten wir anzapfen, super. aber es hat leider. Nächstes Jahr können wir mal gucken, ob wir den Geschirrspüler ins Internet kriegen. Ja, sonst könnte man ja so in Entwurfstab, holt mich raus, ich bin ein Star oder sowas. Ja. Na gut. Also. Solche Sachen kann man machen, kann man immer zugreifen. Ja, es ist eigentlich wie immer, aber für alle die zum ersten Mal da sind, fragt einfach eure Nachbarin oder Nachbarn und guckt einfach, dass hier nicht zu viel rumliegt und die Hühner geschützt bleiben. Genau. So, jetzt geht es aber nicht nur darum, das Geschirr zu waschen, sondern auch die Menschen zu waschen. Wir haben also hier so ein paar sanitäre Einrichtungen. Die sind jetzt nicht so ganz üppig, so ganz viele. Hier wird gelegentlich was ist das noch? Dieses Sommerhop, also diese Musikveranstaltung mit über 300 Leuten veranstaltet. Da fragt man sich ja schon, wie funktioniert das? Aber die haben es irgendwie hingekriegt. Außenduschen. Ja, die am Eingang. Also wer da mal quasi am Eingang stehen und sie duschen möchte, kann man das. Nee, kann man halt leider nicht. Kann man nicht? Ach so, weil es nicht geregnet hat. Ach, die Zisterne ist nicht voll. Okay. Also die Außenduschen sind leider aktuell nicht. Ach, die gehen gar nicht. Nee. Ja. Aber wir haben unten Duschen, wer sie noch nicht entdeckt hat. Sie sind da, wo die Zimmer sind, wo auch Menschen drin nächtigen.
Da gibt es jeweils, also 2x2 Duschen. Also man kann entweder zu zweit nebeneinander duschen oder wenn man das nicht möchte, darf man auch alleine in dieses Zimmer gehen zum Duschen. Genau. Wir werden noch Sensoren, das, was wir angekündigt hatten, mit duschen.podstock.de machen. Das ist noch nicht live. Das rollt sich heute Abend noch aus, dass das morgen dann hoffentlich funktioniert. Also ihr habt das verstanden, ja? Es gibt dann eine Website, duschen.podstock.de. Die live da könnt ihr gucken. Nein, da könnt ihr nicht gucken, wer gerade duscht und was er dabei tut. Es gibt ja eine Fachfrau für Datenschutz, die wird mit Sicherheit die Kamera abmontieren, das sage ich euch. Nein, aber da könnt ihr dann sehen, ob gerade jemand in dieser Dusche ist, weil die Tür geschlossen ist. Und wenn dann gerade die Tür offen ist, könnt ihr schnell euer Handtuch schnappen und runterfließen. Oder im Bett liegen bleiben. Weil besetzt, richtig. Ja. Noch ein Viertelstündchen. Ja, also duschen.podstock.de. Es gibt noch eine andere Dusche im Keller, aber da wird es keinen Sensor geben. Genau, das ist auch. Aber Wasser, oder ist das auch leer, die Zisterne da? Ja, wir müssen. Also, ich denke nicht, dass es knapp werden sollte, aber ja. Also Dusch vielleicht ein bisschen schneller. Die Dusche, die Becky gerade ansprach im Keller, ist die betriebsbereit? Die ist betriebsbereit. Oder ist die auch also, wie die draußen? Nicht nein, da ist, wurde schon geduscht. Die ist, die ist vornehmlich gedacht für die Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen, aber sie ist natürlich auch für andere begehbar, wenn die gerade nicht in Benutzung ist. Aber da müsst ihr euch ein bisschen abstimmen. Die ist auch nicht abschließbar, glaube ich. Aber es gibt so eine Zwischentür, dass man gucken kann, ob ihr schafft das. Ich bin sicher. Machst du dann Escort-Service, ne? Stellst dich vor die Tür. Okay, keine weiteren Details. Das überlasse ich eurer vielfältigen und kreativen Fantasie. Aber wo wir gerade bei Fotos und Kameras waren, es gibt hier, und das ist das Thema Datenschutz, ist gar nicht so, wir lachen alle drüber, in diesem Moment, aber so ganz ohne Problem ist es ja nicht. Es gibt das Recht am eigenen Bild. Wir wollen auch niemanden irgendwie in die Öffentlichkeit zerren, der das nicht möchte. Und ihr habt euch da eine Regel ausgedacht mit Punkten, Bemalung. Also man sollte sich eine rote Nase malen, wenn man nicht fotografiert werden will. Das war der erste Vorschlag. Der war von mir und den haben sie abgelehnt. So, jetzt aber ihr habt euch was anderes ausgedacht. Weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich habe die roten Punkte noch nicht rausgesucht. Ne? Aber es gibt Menschen, die haben auf ihren schönen Namensschildern, die ihr hoffentlich alle das ganze Podstock übertragen werdet, die haben sich dort einen großen Kreis drauf gemalt. Das sind Menschen, die nicht gerne fotografiert werden möchten und vor allem nicht publiziert. Das heißt, einerseits hat die Person, die ich gerade fotografiere, so einen Kreis und vielleicht auch so Double Opt-in nochmal, bevor man ein Foto jetzt auf Twitter postet, nochmal die Leute fragen, ist es okay, wenn ich das jetzt auf Twitter poste? Was heißt denn Double Opt-in, bitte? Das musst du erklären. Das kann man dann morgen bei Claudia in der DSGVO-Geschichte hören, bin ich sicher. Okay, ein Cliffhanger. Genau, und ansonsten wird es hinterher einen passwortgeschützten Fotobereich geben, auf den alle ihre Fotos hochladen können, die sie so gemacht haben, der nicht öffentlich ist, wo man sich auch nochmal dagegen entscheiden kann, dass bestimmte Fotos von einem später die Runde machen. Ja, das vielleicht also als generelle, das gibt's dann hinterher sozusagen, generelle Ansage. In den letzten Jahren haben verschiedene Leute einfach auf eigene Kappe Bilder hochgeladen, irgendwohin. Ich hab's bei da und die anderen bei dort und was weiß ich. Und irgendwie ist das ja doof. Also gerade wenn man eben das persönliche Recht am eigenen Bild ernst nimmt, dann kann es ja nicht sein, sollte es natürlich nicht sein, dass jetzt hier und da und dort und jeder von uns muss den einzelnen Quellen hinterher rennen und sagen, ja, da will ich aber nicht und da will ich aber nicht, sondern dass das irgendwie so ein bisschen gebündelt wird. Ja. Das ist so die Idee dahinter. Also es soll jetzt nicht die Kreativität einschränken, aber trotzdem auch die juristischen Rahmenbedingungen, soweit es eben geht, abdecken. Ja. Das bitte so beachten, wie es geht. Und wir haben diesbezüglich auch ein bisschen was geändert mit den beiden Streamkameras, die gerade auf uns gucken. Also es wird jetzt hier keine Streamkamera geben, die so auf Leute im Publikum zoomen wird, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwie hier vorne langlauft oder auf dieser Bühne seid und dafür entschieden wurde, dass dieser Talk gestreamt wird, dann werdet ihr über diese Kameras im Internet landen. Also wenn ihr das nicht möchtet, lauft möglichst immer so am Rand von diesen Kameras entlang. Und wie machen wir das jetzt bei der Vorstellungsrunde? Da kann man ja dann hören. Es gibt ja Mikrofone. Wir sind Audio. Das heißt, die Kamera geht jetzt hier, nicht mit den Menschen mit? Ja. Okay. Die Kamera geht also auf die Winkelkatze und dann
Schatten. Oder bleibt bei uns und guckt, ja, wie wir grinsen während. Oder so. Okay. Ja, ich wollte damit galant überleiten zum nächsten Programmpunkt, ja, nämlich dem allseits beliebten Spiel, wir stellen uns vor. Genau. Wir haben uns gedacht, es ist doch immer nett, wenn man hier so ankommt, dass man wenigstens die Gesichter mal kurz gesehen hat und dann, ach Mensch, ja, den habe ich schon mal gehört oder die macht doch den Podcast, dass man plötzlich eine Stimme wiedererkennt und so weiter. Deshalb wollen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Ihr habt alle, ich sage jetzt mal 10 Sekunden, ihr habt am Ende wahrscheinlich 13 und das ist auch in Ordnung. Und es wäre schön, wenn jeder kurz seinen oder ihren Namen sagt oder zumindest der Name, mit dem ihr angesprochen werden wollt, ja, oder mit dem ihr vielleicht auf Twitter oder sonst wo bekannt seid und was eure Verbindung zum Podcasten ist. Genau, und alles in 7 Sekunden. Wollen wir anfangen? Okay. Martin, mit schlechtem Beispiel vorangehen. Ja. Martin, der Stockmann hat uns immer 30 gegeben. Ja, aber wir haben nicht so viel Zeit. Das muss, genau, ja nachher schon der Sendegarn starten. Und wir wollen ja nicht ins Plaudern kommen, sondern wir wollen einfach nur deinen Namen und deine Projekte hören. Ja. Also gut, ich bin der Martin Rützler. Ich habe mal angefangen mit Radio Mono. Das ist jetzt so eine bunte Tüte, aber ihr kennt mich wahrscheinlich Sendegarn. Jetzt wollte ich euch erzählen, was ich mir vorstelle von mir, aber nein, okay. Mach ruhig weiter. Nein. Du kannst ja im Sendegarten gleich ausholen. Meine Zeit läuft noch nicht. Richtig. So, ich bin Becky. Ich mache verschiedene Podcasts. Es sind so viele, dass sie nicht auf ein Schild gepasst haben. Und ansonsten seht ihr mich als Agenda-Beitrag in diesem Internet. Und du bist die Kommunikationschefin dieses Hauses hier. Richtig. Ja, ich, falls ihr lustige Dinge vom Podstock-Account angetwittert bekommt, das war höchstwahrscheinlich ich. Genau. Lustige Dinge, hurra. Ja, ich bin Sebastian Reimers. Ich mache Studiolink, ich muss ablesen, Podstock und Sendegarten anscheinend auch, ja. Genau. Die Maschine. Und jetzt geht ein Mikrofon durch die Reihen, damit ihr weitermachen könnt. Ah. Na. Du darfst auch anfangen, doch an. Stefan. Ja, hallo, ich bin der Stefan. Oh. Genau, und ist verantwortlich für den Ton. Genau, dann kann der Jan das hier nochmal ordentlich einstellen. Ich bin der Stefan und ich mache hier so ein bisschen die Technik für die Hauptbühne. Das kriegen wir noch hin. Okay, dann gucken, dann lese ich so lange von deinen Lippen, alles gut. Ja, und ansonsten mache ich den Sunday Morning Cast und jetzt gebe ich das Mikrofon einfach mal weiter und der Jan, der guckt dann mal, dass das nicht rückkoppelt, wenn es nah an die Boxen kommt. Oder wir gehen einfach von den Boxen weg. Ich bin der Frank, im Internet als TP1024 bekannt und podcastmäßig mache ich hauptsächlich den Countdown-Podcast zusammen mit dem Christopher. Hallo, ich bin der Christopher, auf Twitter @VanillaChief. Ich mache auch den Countdown-Podcast und noch so 3 bis 5 andere Sachen, hauptsächlich KulturpessimistInnen und hier auch vertreten die Zeitspeise mit dem Kai. Ja, hallo, ich bin die Jule, im Internet bekannt unter Bierschokolade. Ich habe 2 Podcasts, einmal Rainbow Recaps, das ist ein Podcast zu lesbischen Filmen, Serien und Büchern oder Videospielen und einen Frauenfußball-Podcast mit dem Namen Lottes Erbinnen. Hallo, ich bin Renate, einen Twitter-Account habe ich auch, @traumblau und ansonsten bin ich begeisterte Hörerin. Habt ihr gemerkt, sie hat das nur weggelassen, ich bin stolz. Genau, deshalb da kann ich mich auch gleich anschließen. Ich bin Anja, ich bin auch Hörerin und habe jetzt Martin meine letzte Hallo, ich bin Inga, bei Twitter als Westibü oder Käsebrot bekannt und ich bin im Team Verpflegung und ja, kümmere mich hier ums Essen mit den anderen Teammitgliedern. Ja. Das müssen wir gleich nochmal besonders hervorheben. Ja, ja, da kommen wir noch zu. Genau. Hallo, ich bin Vera, ich bin Verkücktheiten ohne C. bin auch im Team Verpflegung. Ja, habe ich was vergessen. Mache nachher den Poetry Slam noch mit Steffen zusammen und den Auftretenden und ich bin schon ganz aufgeregt. Na dann. Und sie macht Dinge mit Küken. Also falls ihr irgendwo hier Küken rumstehen seht, das ist die Frau, die ihr dafür ansprechen auch könnt. Auch die, die so rumlaufen? Achso, müssen die Hühner befreit werden? Müssen die Hühner befreit werden und irgendwo hingebracht werden? Nein, alles gut. Okay. Ich bin der Andi und aktuell Kamerakind. Juhu. Ansonsten mache ich den Info-Einholen-Podcast. Ich glaube, letztes Jahr kam die letzte Folge raus und vielleicht nach dem Podstock bin ich wieder so motiviert, dass dann wieder was Neues kommt. Nice.
Roddy Freakshow. Auf das Wesentliche beschränkt. Reduced to the max. Ich bin der Tim, Lord Ampersand auf Twitter. Ich mache den Auf dem Holzweg-Podcast und bin in der Geschichtenkapsel. Und ich habe keinen Bart mehr. Ach, du bist das. Ich bin Peter. Ich durfte mit Lars den Auf Distanz Goes Baikonur Podcast machen und hoffe, dass ich nach der Veranstaltung hier auch endlich den Mut habe, meinen eigenen an den Start zu bringen. An den Start. Wie eine Rakete. Wie eine Rakete durchstarten. Hi, ich bin Björn. Ich auf Twitter HobbyQS und ich mache hier den Escort-Service in die Dusche. Die Elbphilharmonie von Sibisse. Moin, ich bin der TJ. Ich bin hier der Küchenchef mit Schwerpunkt vegan. Ansonsten habe ich ein paar Podcasts, aber ja. Unter anderem den Drei-Schweinehunde-Podcast. Wir treffen uns morgen früh zum Laufen, wer Bock hat. Krass. Hallo, ich bin der Sven. Ich bin der Küchenchef mit Schwerpunkt Riesenpfanne. Macht demnächst auch mal wieder einen Podcast, aber das kommt dann. Hallo, ich bin der Marc. Ich bin Hörer und werde morgen. Nice. Und tauche gelegentlich mal einen Podcast auf und werde morgen früh mitlaufen. Hallo, ich bin Claudia. Ich bin auch Hörer oder Hörerin. Und. Ich würde gerne einen Podcast machen, und zwar mit und über Menschen mit geistigen Behinderungen und würde mich freuen, wenn jemand mir Anregungen geben kann. Danke. Hallo, ich bin Lars, der Sastikel. Ich mache den Podcast Auf Distanz, dann sporadisch noch einen Podcast namens Wir Niemals zusammen mit Marc und ich bin Mitsendegärtner. Hallo, ich bin der Pupe. Ich habe schon eine Folge Podcast aufgenommen. Die Deutungshoheit. Ansonsten bin ich primär Hörer und ich bin freies Radikal. Das bedeutet, dass ich in den Firmen, für die ich arbeite, in der Regel die überzeuge, steht da Tropfen hüllt den Stein, dass man endlich mal einen Podcast braucht. Und ja, das ist gerade meine aktuelle Aufgabe. Mhm. Hallo, ich bin Daniel und Hörer. Hey, super. Hallo, ich bin die Conny. Ich bin hier, weil ich nachfühlen will, was mein Bruder Detlef BlackMac42 hier so schön gefunden hat. Und ich mache denen weiter, die hier weitermachen, den Proton-Podcast, die Webseite. Hi, ich bin Sonja. Ich bin bei Twitter die Frau Platypus und ich bin auch Zuhörerin. Hi, ich bin der Adrian, das stille Ö auf Twitter und ich mache den Podcast Appcoholics oder ABCOholics, wie es der Martin immer so liebevoll nennt. Danke, danke. Hallo, ich bin der Erik, ich bin Mitpodcaster bei den Kulturpessimisten mit der Becky und dem Christopher und auf Twitter findet ihr mich aktuell nicht mehr, aber dafür aus Mastodon. Kommt alle auf Mastodon. Ja, hallo, Daniel, die Labertasche auf Twitter, Personal Podcaster in verschiedensten Formaten und das fünfte Mal hier bei Podstock dabei und immer wieder schön. Moin, ich bin der Lupaka. Ich bin hauptsächlich Hörer derzeit, aber irgendwelche Leute wollen, dass ich auch bei Acta Aurora mitmache. Zu dir vielleicht noch, du bist gestern ganz umweltbewusst angereist, ne? Kannst du das nochmal eben kurz sagen? Ich bin gestern mit dem Fahrrad angereist von Bremen, das sind irgendwas um die 160 Kilometer. Ja. Ohne Unterbrechung, fast. Moin, ich bin Udo, Fernsehmüll bei Twitter und ich bin hier für Acta Aurora und Ultraschall. Hallo, der Johannes ohne Kuh, Captain Kuh und Ausbildungsleiter, danke Udo, für Akte Aurora, genau. Moin, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es. ich bin Ludger, Liebeskönig auf Twitter und Pommes-Papa. Pommes. Hallo, ich bin Julius. Hallo, ich bin Lukas. Hallo. Hallo, ich bin Jakob. Ich mache den Interview-Podcast, also der Interview-Podcast und bin zum ersten Mal hier auf dem Podstock.
Ich bin Jonas und ich mache mit beim König Bube Dame Gastcast. Und du kannst selber den Titel richtig aussprechen. Ich bin beeindruckt. Ich bin hier unten. Ich bin die Dela auf Twitter Delani. Ich mache auch den König Bube Dame Gast und den Dela Sastercast. Und mir gehört der Rollstuhl, über den ihr ab und zu mal drüber flyen werdet. Und Dela hat mindestens schon. Hallo, ich bin 20, Armin, ganz kurz. Sven. Stopp, ganz kurz. Und Dela hat schon mindestens 20 der hier anwesenden Podcasts behäkelt mit so schönen Figuren und Logos und so weiter. Das muss schon auch gewürdigt werden. Und sie interviewt jetzt Autoren neuerdings. Ganz investigativ. Jetzt. Hallo, ich bin Arvid, neben mir steht Sven. Zusammen sind wir zwei von den drei Protonen oder vier, wenn man Conny mitzählt, was wir machen möchten. Und in Zukunft werde ich mit Alex ihren ersten Podcast zusammen machen. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandelfolgen und Innovationen. Oh, nice. Komm, zeig dich mal. Yeah. Super. Yay. Ja, ich bin die Alex. bis heute war ich nur Hörerin, wie ihr jetzt gerade mitgekriegt habt. Ich überlege eben oder möchte jetzt meinen eigenen Podcast mit auf die Beine stellen mit Arvid und hoffe, das funktioniert. Wenn ihr euch den A&A-Podcast nennt, seid ihr ganz oben in der alphabetischen Liste. Schauen wir mal. Hallo, hier ist der Sven vom Proton-Podcast unter Twitter Jelani Morivagus. Wer das unterfrei aussprechen kann, kann auch bei Proto mitmachen. Hallo, ich bin der Arnim, über den Martin so oft stolpert. Brandtoron. Genau, geht auch. Ich mache ein bisschen bei der Geschichtenkapsel mit. Hallo, ich bin Ayuvo vom damals TM-Podcast. Mit der Podcast-Gewerkschaft, oder? Hört er nicht mehr? Nee. Okay, nicht mehr. Ja, ich bin der Volker, auch bekannt als Selbstgesprächler und ich höre mehr Podcast, als ich mache. Hast du Ego mitgebracht? Es tut mir leid, wir haben versucht, Ego mit hierher zu kriegen, aber die Technik hat da leider nicht schnell genug, also die Post war nicht gut genug. Ach. Das Ego kommt mit. Hallo, ich bin Kai, Twitter Danny Bierto, ich mache den Thekenschnack. Mhm. Hallo, ich bin Hanno. Ich mache den Valocast und die sibyllinischen Neuigkeiten zusammen mit ein paar anderen Leuten. Du hattest doch letztens keinen Bart. Hast du getauscht mit Tim? Nee. So schnell wächst er nicht. Nee, ich hatte den schon, also den habe ich jetzt auch schon 10 Jahre oder so. Was für Martin letztens ist. Entschuldigung, aber die Vorlage war so gut. Okay. Als wir noch mit D-Mark bezahlt. Ist schon klar. Danke. Ich wurde ja offiziell in irgendeinem Podcast als Großvater hier, Podcast-Großvater bezeichnet. Stimmt, ich hörte das. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mir diesen Menschen nicht mal vornehme. Was? Habt ihr mir Foltermethoden mitgeteilt? Ich kann gerne mithelfen. Weiter geht's. Okay. Ja, mein Name ist Ralf. Ich mache die Flimmerfragen. Vielleicht ab und zu nochmal das Nebensprechen und demnächst Zeug oder Zeit. Oh, was Neues. Das ist ganz unten in der alphabetischen Liste, das ist gefährlich. Hallo, ich bin die Daniela auf Twitter @diehorst. Ich mache den Podcast Kunst und Horst und bin auch mit bei dem Podcast Patin dabei. Hallo, ich bin Dennis auf Twitter dfuß76 und ich mache die Tonscherben und bin von Anfang an begeisterter Podstocker. Damals. Ja, ich dachte, man muss so eine Mikroskop. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich, bis ich beim Ohrenarzt gewesen bin. Beim BR musste man diese Mikros anders besprechen, tut mir leid. Ja, das stimmt. Ja, ich bin das erste Mal auf Podstock, Podcast regelmäßig, mache den Hör doch mal zu Podcast mit Frank, der nicht hier ist leider, und mache ansonsten die autistischen Wahrnehmungen mit Malik, der auch nicht da ist, und auf Twitter bin ich als Fairsein unterwegs. Genau, und ansonsten habe ich noch 2 Podcasts, die im Moment pausieren. Für den Mikrofontest auf jeden Fall. Was?
Ich sag, für den Mikrofontest bekommst du auf jeden Fall einen Sonderapplaus. Solche Anlagen müssen ja auch mal auf ihre Belastbarkeit geprüft werden. Das ist völlig richtig, was du tust. Völlig richtig. Entschuldigung. Nee, ist schon gut. Ich heiße Lille und bin ein bisschen bei der Geschichtenkapsel mit dabei. Lille. Das beißt nicht. Ist gut. Ich bin die Blubberfrosch und ich bin auch bei der Geschichtenkapsel. So, und ich zu guter Letzt wahrscheinlich. Nee, die Herren da hinten im Zelt müssen auch noch. Nee, die winken ab. Gut, ich bin der Tobias Micke, @tmicke auf ziemlich überall und beim Anblick dieser Bühne bin ich gerührt. Aus Gründen. Oh. Andi oder Sertner auf im Internet, wie zum Beispiel auf Twitter. Ich mache den Podcast, oder den Podcast, wo man mich hört, Radio OpenStreetMap und dann noch so ein, zwei andere Projekte und dann noch so dieses Video Operations Center. Ja. Ja, niemand. Ich kann auch ein Mikrofon. Oh. Er braucht, ne? Das ist übrigens das der Mann, der gerade am Ton sitzt. Genau, ich wecke morgens auch immer. Also, wenn ihr jetzt verschlafen seid, ich wecke euch dann. Hallo, ich bin der Jan. Ich sitze gerade hier am Ton, darum sieht mich auch niemand von euch. Das ist vielleicht ganz positiv so. Ich bin hauptsächlich hier wegen dem Brombeerlabor, was ich moderiere morgen um 17 Uhr. Das wird dann genauso laut wie jetzt gerade. Und freue mich auf Podstock. Nice. Wunderbar. Haben wir noch einen? Da hinten ist, glaube ich, noch unterwegs. Jemand dazugekommen. Ah. Ja, ich bin Tim Pritlaff. Ich mache die Meta-Ebene und das ist schon eine Weile. Was sollte man noch erzählen? Seine Beziehung zum Podcast. So. Ich habe eine intensive Beziehung zum Podcast. Ja, und zum Schluss dieses ganzen Kennenlernens. Ich bin ja hier die Kommunikations- was auch immer, Person. Und was dazu gehört, ist, dass wir ein Bühnen-Selfie machen. Das macht man heutzutage so. Was wir dann auf Twitter posten können, dass alle, die nicht auf diesem Selfie sein wollen, vielleicht mal 3 Schritte zur Seite gehen und wir drehen uns um. Erinnert ihr euch, letztes Jahr stand ich hier mit meinem iPad auf der Bühne. Das war ziemlich peinlich. Dieses Jahr habe ich wieder ein Handy. Meinst du, das finde ich besser? Warte mal, ich glaube, wir müssen uns hinstellen. Ja. Stellt euch mal mit hin. Ja. Mhm, Moment. Ja, wir müssen Gymnastik ein bisschen nach hier. Mit Becky. Ich dachte, das wäre morgens, aber na. So, super. Jetzt hier hinter mich. Ah, warte, ich sehe mich. Warte mal, wir können es so machen. Das ist vielleicht... Da muss ich ja noch näher ran. Sebastian, komm. Habe ich wieder super ausprobiert vorher. Oing. So ist gut, so ist gut. Alle winken. Wartet, ich mache noch eins. Für zur Sicherheit. Ja, super. Vielen Dank. Das waren mehr. Seins. Ihr seid ein tolles Publikum. Sind das eigentlich jetzt 80 Menschen? Ich hätte immer gedacht, 80 ist so mehr. Passen wir alle noch in einen Reisebus? Ja. Gut. Ja. Ja. Alles klar. So 80 ist immer für mich so eine Reisebusgröße. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht. Ja, ich müsste mich mal mit jemandem über... Ja, passt ungefähr. 80? Na, kommt. Ist doch noch Platz. Okay, die Frage klären wir bis Sonntag. Wie viele davon Personen in einen Reisebus passen? Nach dieser wunderbaren Vorstellungsrunde, dem Bühnen-Selfie, haben wir noch einen Punkt, nämlich den Dank, die Danksagungen. Und das macht tatsächlich der Mensch, dem wir eigentlich den meisten Dank schulden. Aber du hast gesagt, du bist nichts ohne deine... Ja, Crew. Klar, also die Bühne wäre ja, jetzt... Ja, natürlich. Also Mr. Machine, sagt jetzt mal Danke. So. Los. Ja, genau, ich sage Danke. Ich hoffe, ich vergesse niemanden, falls das der Fall sein sollte. Es tut mir schon mal leid, aber es ist halt immer so, wenn man... Salvatorische Klausel am Anfang. Ja. Oh Mann. Also wir haben das... Professionell. Wir haben das grandiose Küchenteam, das dieses Jahr... Also wir haben ja die Jahre sonst immer so ein bisschen Catering gehabt. Wir hatten auch schon mal ein Jahr mit selbstgemachten Sachen. Aber dieses Jahr haben wir zum Beispiel wieder ein Küchenteam. Und das ist, glaube ich, echt großartig bis hierhin schon gewesen wieder. Und... Da schon mal. Genau, danke. Und einer von euch darf gerne mal kurz auf die Bühne kommen vom Küchenteam. Ihr habt euch ja abgesprochen, wer, oder es wird gerade ausgehandelt. Ja. Sehr schön. Hier, komm doch mal hier, hier haben wir noch einen Stuhl. Ja, und ein Mikro. Ja, genau, er kommt hier durch unseren wunderschönen Eingang. Wir haben das
Ja, dann legen wir das Fliegende. Weg. Ist das an? Muss ja. man immer hinten ja, umgehen? So. Man kann auch da vorne, aber so. Ich meine, er ist einer von den drei Schweinehunden. Der muss doch hier im... Kann auch ein bisschen laufen, ja. Der kann doch fliegen. TJ, erzähl doch mal, wie lange seid ihr schon dabei zu planen, was wir alle hier essen, seit schon mittlerweile also zwei Orga-Tagen? Die endgültige Planung im Endeffekt begann nach dem Orga-Treffen im Februar. Was mittlerweile ein halbes Jahr her ist. Genau, da habe ich mich dann angefangen, mit dem Kai nochmal ein bisschen intensiver zusammenzusetzen. Dann meldet sich irgendwann Sebastian und meinte, da hat sich einer gemeldet mit so einer großen Pfanne. Ob wir den denn brauchen können. Seitdem sind wir quasi im Kernverpflegungsteam quasi drei beziehungsweise fünf, weil die zwei... Ja, weil wir noch zwei Damen dabei haben, die Inga und die Vera, die sich auch in der Vorstellungsrunde eben damit vorgestellt haben, die uns auch super unterstützt haben bei allem und vor allem organisatorisch eben auch. Und wie gesagt, also so die Rezeptplanung, ja, das waren jetzt schon, wir haben erst Konzepte aufgestellt, dann hin und her überlegt, Probe gekocht und Sachen wieder verworfen, andere in den Plan aufgenommen. Und das Ergebnis könnt ihr sehen. Auf Twitter nennt ihr euch ja jetzt Eternal Buffet. Ja. Was bedeutet das? Das entstand im Laufe einer unserer Planungssitzungen. Ich glaube sogar in einer, die auf dem Trollcontainer zu hören ist. Ich sagte irgendwann, wir machen einfach ein Dauerbuffet. Grundsätzlich vegan und legen halt immer auch ein bisschen Fleisch und Käse für die dabei, die das unbedingt brauchen. Und eben nach dieser Sitzung dachte ich mir so, wir könnten einen Twitter-Account brauchen. Dauerbuffet, ewiges Buffet, Eternal Buffet. Ich unterstütze das mit dem Twitter-Account. Ja. Heute lasse ich es. Potsdok ist das 100-Gänge-Menü eigentlich. Ne? Ja, also manche haben jetzt schon behauptet, dass Potsdok dieses Jahr nur noch aus Essen besteht. Aber ich bezweifle das. Ich glaube, es gibt auch noch genügend anderen Content. Ein bisschen Bochum ist auch dabei, genau. Ah, das war jetzt ein... Entschuldigung. Ruhrgebietswitze. Ja, ja. Schlechte Ruhrgebietswitze. Auch noch übel vorgetragen, also übel geht's gar nicht. Ja, herzlichen Dank dir und dem Küchenteam stellvertretend. Ja, ein großer Applaus für dieses Küchenteam. Für diesen Einsatz. Ja. Und ihr könnt Teil davon sein, wenn ihr euch für diese Küchenschichten eintragt. Ach so, mal, wer hat denn alles in Sparschäler mitgebracht? Oh. Ihr seid die Helden. Ich super. Zähle mindestens 9 oder 10. Ich habe sogar von Leuten gehört, die haben extra welche gekauft. Ja, soll es gegeben haben. Ja, also es wird gekocht. Und geschnippelt. Ja. Und geschnippelt und gekocht. Und gegessen. Okay. Genau. Aber das ist ja nicht alles. Nee, dann ja, beim Bühnenaufbau waren natürlich auch ganz viele schon angereist. Wir sind schon am Mittwoch gekommen, weil sonst wäre das echt knapp geworden, damit wir uns auch schon mal so ein bisschen hier an die Location, ob sich hier irgendwas verändert hat. Und aber auch alle, die dann vom Orga-Team dabei waren, schon am Mittwoch, natürlich da großen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Das war relativ, also was heißt relativ spontan, das haben wir erst, glaube ich, vor 3 Monaten oder so entschieden. Hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also erst bei mir und ich weiß von anderen Menschen, die auch sagen, ich habe das ganz anders im Kalender stehen. Ja, so. Viele, weil normalerweise war es immer üblich, dass wir alle erst am Donnerstag anreisen, aber das wäre dieses Jahr nicht, also dann würden wir hier noch nicht sitzen, sondern wären noch am Schrauben. Okay, nächstes Jahr dann am Montag, weil das einfach so nett ist und schon so lecker, auch beim Aufbau. Ja, es gibt Grenzen, also wir müssen mal gucken. Nein. Ja, also ich habe auch noch, ich muss dann selber gucken, ob das klappt, aber nein, also ich sehe eigentlich, also wir müssen mal schauen, wie es nächstes Jahr wird, da will ich jetzt noch gar nicht so viel. Ich sehe schon Mr. Machine and his Limitations. Genau, lass uns doch erstmal, warten wir doch mal bis Sonntag, genau. Okay. Abbau haben wir auch noch leider vor uns, aber bleiben wir jetzt erstmal beim Jetzt. Genau, Dank an alle Aufbauhelfer, an die Crew, das ist das Orga-Team und natürlich alle, die am Donnerstag dann auch angereist sind. Es sind auch ein paar am Mittwoch schon, glaube ich, gekommen, ein, zwei, die dann auch schon in der Nähe waren oder hier Camping waren. Das hat auch ganz gut geholfen und ja, und dann natürlich das VOG ist auch dieses Jahr wieder da beim Videostreaming. Sag doch mal für die Leute, die nicht wissen, was VOG
ist. Genau, was ist das nicht diese chinesische Pfanne? Ja, es gibt halt so, das ist die Abkürzung für Video Operations Center. Aha. Oh, Becky, ja, du wusstest nicht, was VOG heißt. Genau. Ich stelle gerne die einfachen Fragen. Das ist gut so. Das ist Anwalt der Menschen natürlich, Anwältin der Menschen. Genau, und das, da gibt es halt mehrere Kürzel in solchen, das hat sich halt irgendwie so rausgebildet, genau. Und das, ja, genau, das VOG ist wieder da mit ihren Video-Equipment, so dass wir auch ein bisschen streamen können, videomäßig. Und dann hat Stefan auch, der hat sich ja eben auch schon vorgestellt, und der Jan hat auch sehr viel gemacht. Ja, und also das ganze AV-Technik-Team, was wir dieses Jahr, also wir haben nach dem letzten Jahr halt beschlossen, dass wir einfach mehr in Teams arbeiten. Das muss ich alles noch ein bisschen weiterentwickeln, aber ich bin schon sehr zufrieden, wie das bisher geschehen ist. Und das verfestigt sich jetzt wahrscheinlich dann über die Jahre, und dann, ja, wird alles immer besser. Was sehen wir bei deinem Kopf da oben? Was leuchtet da so schön? Ach ja, das ist, ich weiß nicht, das ist so in den letzten 4 Wochen noch entstanden. Mal in der Mittagspause. Oh, okay. Aber er ist keine Maschine, wir sind uns da einig. Nein, also ganzheitlich war das wirklich ein Wochenende, wenn ich das mal zusammenrechne. Aber ja, die Buchstaben habe ich tatsächlich in der Mittagspause geschafft. Aber gibt gut. So Menschen, die, also das, ja. Da komme ich einfach nicht mit. Ja, es gibt so Ideen, die halt irgendwie sehr lange schon, die halt sehr lange im Kopf sind, und irgendwann ist halt, sind sie reif zu realisieren, und dann liegt da eine Stichsäge und Holz. Und dann da liegt das so rum, klar. Ja. So. Ja, und dann geht's los. Ja. Super. Ja, allen, die schon jetzt hier die Hand angelegt haben, hier für gerade also die Wasserwaage sozusagen haben. Ja, also die Woche, also die ist ziemlich in Waage, aber wir haben so ein bisschen Probleme mit der Umgebung. Ach so, ja, ja klar, natürlich, immer die anderen. Wir sind wieder auf dem Berg im Übrigen, ne? Nein. Ja. Ach. Ja. In Niedersachsen. Ja. Ich weiß nicht, 700 Meter oder was ist das hier? Ich weiß es gar nicht. Das heißt ja eigentlich wieder auf dem Berg. Also Sorschied war im Tal. Ganz klar. Da war doch das Problem, dass die Funkstrahlen so. Ja, oben, das war Bergtal auch, aber ich glaube, das war auch schon Höhenmeter, die wir da hatten, oder? Ich weiß nicht. Ja. Der Schornstein hat den Höhenmeter, ja. Der Schornstein. Ja, ja. Von der Tierkörperbeseitigungsanstalt. Der Gedanke alleine, der ist immer noch wunderschön. Ja. Ja. Ich schließe jetzt nicht den Danksagung zu den Sind wir jetzt durch? Warte mal. Bühne, ja. Küche. Ja. Du hast einen Witz gemacht. Irgendjemand lacht sich gerade schlapp. Ich weiß aber nicht. Ich sagte nur, ich schließe jetzt nicht den Bogen zu den Hühnern. Mit der Tierkörperbeseitigung. Ah, super. Ich hatte es auf der Hirnrinde und ich habe gedacht, Martin, der ist genau. So, sehr so platt. Lass ihn. Ah ja, und natürlich liegen. Danke an alle, die hier sind, natürlich. Ne? An die da? Ja. Ach. Lass uns doch Dankeschön. Mal alle. Dankeschön. Aber einer ist nicht da, der immer da war. Ja. Nämlich der Detlef Breitenbach, unser Black Mac 42. Conny hat den gerade schon angesprochen. Der ist einfach im letzten Jahr verstorben. Oh, das passiert uns ja allen früher oder später. Ne? Gibt ja diesen schönen Spruch, wo sich zwei unterhalten. Ich weiß nicht, ob es von den Peanuts ist oder so. Wir werden eines Tages sterben. Oder? Nee, das war das mit dem kleinen Prinz. Ich weiß nicht mehr. Und dann heißt es ja aber an allen anderen Tagen nicht. Und das ist schön so. Wir sind alle nicht gestorben, deswegen sind wir hier. Aber wir denken an den, der gestorben ist. Und die Becky hat rausgesucht, was der Detlef zu Podstock gesagt hat, vor wann auch immer er das gesagt hat. Und das ist ein schönes Motto, nehmen wir einfach mit. Gönnt euch den Spaß und geht auf Hörerinnen-Treffen und Podcasterinnen-Treffen. Podcastmacherinnen und Hörerinnen sind aus einem speziellen Holz geschnitzt. Ich habe dort bislang nur angenehme, interessante und aufgeschlossene Menschen kennengelernt. Insbesondere auf Podstock habe ich mich immer sauwohl gefühlt. Naja, wenn das kein Motto ist. We declare the bazaar open. Tschüss. Tschüss.